Mein Name ist Eloy und ich bin alt. In diesen Tagen bin ich zufrieden damit, die Welt von meiner Warte hoch droben im weißen Steinbogen aus zu betrachten. Aber als ich jünger war, durchreiste ich die Welt und sah viele große Wunder. Und von allen Geschichten, die ich erzählen könnte, ist die von Adam, Prinz von Mo, die schönste. In dieser Zeit wüteten die Tyrannos wieder, dürstend nach Blut und Gemetzel. Ihr Anführer war der gefürchtete Morcus Rex. Die Jahre des unsicheren Friedens waren zu Ende. Das Vertrauen, das einst Mensch und Dinosaurier einte, war verloren. Und niemand konnte die erbarmungslose Welle, die sich vom Norden herabwälzte, aufhalten. Gab es nur einen sicheren Ort, die Zitadelle von Mo im Königreich der Maschar. König Gregor, Adams Vater, brütete in den massiven Schlossmauern vor sich hin. Er konnte oder wollte nicht sehen, dass Morcus Rex nicht aufhören würde. Meine Geschichte beginnt an dem Tag, als Prinz Adam volljährig wurde. Ich kam gerade in Mo an und brachte schlechte Nachrichten aus dem Norden. Ja, ein wunderschön. Willkommen zu einer weiteren Folge von Retro Fox. Und diesmal, wie man es schon sehen konnte, ist es Lost Eden. Dieses Spiel ist. Dieses Spiel ist 1995 erschienen. Und zwar hatte man ja eingangs sehen können von Cryo Interactive Entertainment. Ist grafisch für seine Zeit wirklich opulent, man konnte es ja sehen. Und der Soundtrack ist. Spitzenklasse, muss ich mal dazu sagen. Also dafür, dass wir das Jahr 1995 schreiben, hat dort Stefan Pick
ich glaube, ich spreche den richtig aus, Stefan Pick, wirklich was Tolles geschaffen. Nicht umsonst sind die Sachen auch separat veröffentlicht worden. Stefan Pick hat unter anderem auch den Soundtrack für Dune, auch von Cryo, also Dune 1 in Gänsefüßchen, das Adventure-Strategie-Dingsbums-Spiel, ne? Das hat man, glaube ich, schon hier auf dem Kanal, glaube ich jedenfalls. Hat er auch den Soundtrack dazu geliefert und es ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja, das Spiel selber hier, Lost Eden, ist natürlich auf dem PC erschienen, sieht man ja hier, für 3DO, für CDI, für macOS, für PC98, also hat unterschiedliche Plattformen eingenommen und es ist voll grafisch gerendert, also alles vorgerenderte Szenen, man hat es im Intro gesehen und man bewegt sich zwischen den einzelnen Orten mit einer Rendersequenz. Man sieht hier unseren Navigationswürfel, er flackert ein bisschen, also es ist halt eine Emulation. Also bitte nicht wundern. Wir können also dementsprechend uns jetzt hier drehen. Wir machen einfach mal einen Rundgang hier, guck mal. Dazu wirklich die Mucke im Hintergrund, das ist schon klasse. Und wenn man bedenkt, wie lange es damals gedauert haben muss, diese ganzen Grafiken, also sprich die ganzen Videos zu rendern, ja, und dass sie dann auch noch so relativ flüssig wiedergegeben werden, ist schon erstaunlich. So, ja, wir sind, haben wir ja schon mitbekommen, wir sind Prinz Adam, wir sind gerade frische 18 Jahre und um den allgemeinen Inhalt hier so ein bisschen zu erklären, der böse Morcus Rex, ne, dieser Tyrannosaurus Rex da, der... Na, genau der. Und seine Tyrannosaurus-Horden, die beherrschen eben das Land Eden, in dem die Menschen und die Dinosaurier eigentlich friedlich miteinander leben sollten. Ja, aber der Prinz Adam hier, ne, der übernimmt letztendlich die Aufgabe, um zu versuchen, die Menschen und die Dinosaurier wieder zu vereinen. Also spricht man auf der einen Seite die Spalter, ne, und wir sind diejenigen oder derjenige, der wieder das entspalten soll. Ne? Ja. Es ist eine Mischung aus Adventure und Strategie. Wir schauen mal einfach. So, wir haben hier unsere Optionen, die wir einstellen können. Wir können also hier Musiklautstärke während der Sprache. Das muss man sich mal vorstellen. Das gab es damals schon. Wir könnten uns jetzt noch Untertitel anzeigen lassen. Die lasse ich mal. Es ist schon interessant, dass man trotzdem hier ein englisches Menü hat. Ne? Wir können hier auch den Soundtrack wechseln. Theoretisch. Ach nee, Aufnahme, letzte Dialoge. Das lassen wir mal lieber. Das ist jetzt erzählt Quatsch hier. So. Beende diesen Bildschirm. Ja, ich hoffe mal, wir beenden nicht das Spiel. Wir können hier an der Stelle speichern. Ich speichere mal. Jawohl. So. Hammer. So, Zitadelle von Mo sind wir. Wir gehen mal hier einen Schritt zurück. Wo kommen wir hier raus? Achso, wir können jetzt hier... Ja, alles schick. Ich glaube, so kommen wir wieder zurück, ne? Genau. So, und wir gehen mal jetzt hier vorwärts. So, von hier aus können wir jetzt nach links gehen. Wir können auch, glaube ich, ihn sprechen. Guck mal. Adam. Berater Monk dich suchen. Ach so? König dich in Thronsaal wollen. Okay. Das machen wir doch, oder? Wir wollen in den Thronsaal. Ich glaube, der ist da, ne? Nee, der ist nicht da. Oder doch? Es sieht nicht nach Thronsaal aus. Wir sind jetzt gerade sonst wo. Wartet mal, wir müssen mal zurück hier. Können wir zurück? Wir können zurück. Wir können zurück. So, wo können wir denn hier alles lang? Das ist doch nicht der Thronsaal. Niemals. Da hinten ist der... Nee, nicht ist nicht der. Gehen. Nee? Königsbefehl. Aha. Okay. Tja, wo sollen wir denn dann hin? Wenn wir einen Königsbefehl haben, wir können nur geradeaus, da kommen wir zu ihm und wir können eine Runde drehen. Ich glaube, wir müssen da nach unten, ne? Ist schon so Ewigkeiten her, wo man das gespielt hatte. So, wir gehen jetzt mal hier nach unten. Komm. So. Dann gehen wir aber zum Thronsaal. In der Hoffnung, dass wir ihn finden werden. Hier ist natürlich zu. Nein, das ist nicht zu. So, wir haben hier einen Gang. Was geht denn hier? Aha. Aber zumindest haben wir schon Fälle hier von anderen Säugetieren, ne? Hauptsache, die Dinosaurier haben überlebt. Aber hier ist keiner weiter. Ich denke mal, hier werden wir später jemanden finden. Da ist der Thronsaal.
Ah, Prinz Adam. Hallo. Es ist eine große Ehre, euch zu treffen. Schön. Ja, dann reden wir mal. Adam, mein Sohn, ich habe dem alten Munk gesagt, er soll dich herbringen. Ich fürchte, der Tag deiner Volljährigkeit wird nicht so schön, wie wir ihn geplant hatten. Warum nicht? Das ist Eloy und er bringt schlechte Nachrichten aus dem Norden. Mhm. Eloy? Ja, Eloy? Meine Herren, die Stadt von Shamar wurde von den Tyrannos angegriffen und zerstört. Die Menschen wurden abgeschlachtet und gegessen. Es gibt nur wenig Überlebende. Okay. Shamar zerstört. Es scheint, dass Morcus Rex und seine Horden von Tyrannos nicht ruhen werden, bis die ganze Welt in Blut und Asche liegt. Du siehst die Gefahren, die außerhalb der Festung sind, Adam. Mhm. Ihre starken Wälle sind alles, was zwischen uns und der Zerstörung steht. Okay. Du musst in der Zitadelle bleiben. Das ist mein Befehl. Na klar, machen wir das. Das machen wir aber sowas von. Du bist mein einziges überlebendes Kind. Ah. Der Thronerbe von Mashar. Okay. Deine Pflichten sind hier, in der Zitadelle von Mo und gegenüber deinem Volk. Vergiss nie, dass deine Schwester und deine Mutter, meine geliebte Yelane, nur einen Tagesmarsch von hier ermordet wurden. Du sollst nicht das gleiche Schicksal erleiden. Ah, komm Papa, wir sind 18, wir können alles. So, können wir jetzt mit ihm jetzt noch ein bisschen sprechen? Nee, ne? Ich suche euch später in eurem Zimmer auf. Achso, ich habe ein Zimmer, okay. Gut, wenn ich ein Zimmer habe. Ich erzählte dem König von meinen Reisen. Ja? Okay. So, hat Papa noch irgendwas? Du bist mein einziger lebender Nachkomme. Der Thronerbe von Mashar. Du hast Pflichten hier in Mo. Vergiss deinen Traum, die Welt zu erkunden. Das ist wie heutzutage, ne? Vergiss den Traum, da draußen deinem Traum nachzugehen. Du hast hier Pflichten. Komm nach Hause. Was haben wir hier? Hier war doch eben ein Kopf, genau, ein Auge. Entschuldigt, meine Herren. Ja? Ich bin erschöpft. Darf ich mich zurückziehen? Nee. Ich werde euch vielleicht noch sehen, bevor ich Mo verlasse, Prinz Adam. Okay. Ach, damit wir uns das angucken können, das Gemälde, was wir schon gesehen haben im Intro. Was haben wir denn hier? Morcus Rex, der tyrannische Vernichter von Menschen und Dinosauriern. Der Tyranno brachte deine Mutter und deine Schwester Leonore um, als du gerade ein paar Monate alt warst. Okay. Damals erkannte ich, wie dumm unser Traum vom Widerstand war. Wieso wie dumm? Widerstand ist immer richtig und wichtig, wenn er ehrenvoll ist, ne? So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir nichts weiter, wir können also abhauen. Ist das unser Zimmer? Ja, ist unser Zimmer. Entschuldigt mein Eindringen, Prinz Adam. Ja? Aber ich habe eine Nachricht, die nicht für die Ohren des Königs bestimmt ist. Und die da wäre? Die Dame Diener möchte euch draußen dringend sprechen. Dame Diener? Sie hat das Tor am Seiteneingang geöffnet, sodass ihr rausschleichen könnt, ohne gesehen zu werden. Oh. Es ist meine Pflicht, als Gast eures Vaters, euch an seine Wünsche zu erinnern. Na klar. Erinnere mich. Okay, Dame Diener hat das Tor, das... Eines noch, Prinz. Was denn? Ja, was? Ich verstehe, dass ihr auf die Welt da draußen neugierig seid. Hm? Vielleicht ist dieser kleine Stein für euch von Interesse. Ja, warum auch nicht? Was ist das für ein Stein? Was ist das für ein Stein? Ein Stein, okay. So, dann gehen wir mal den ganzen Kram zurück. Wir können jetzt dahin. Das Seitentor ist aufgemacht worden. Wir müssen mal gucken, wo das Seitentor ist. Oben ist es jedenfalls nicht. Du bist nicht das Seitentor. Das sehe ich. Wer bist du? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, der hat den richtigen Job hier. Da ist das Seitentor. Das ist Dame Diener, okay. Adam, du bist gekommen. Tau, mein Großvater stirbt und möchte dich noch einmal sprechen. Okay. Ich bringe dich zu ihm. Okay. Niemand wird uns sehen.
Okay. Ah, guck mal, jetzt nehmen wir sie mit hier um, ne? Das heißt... Adam, du bist gekommen. Ja. Tau, mein Großvater stirbt und möchte dich noch einmal sprechen. Ja, das sagtest du gerade eben. Ich bringe dich zu ihm. Okay. Niemand wird uns sehen. Okay. So, das heißt, ich muss jetzt noch vorwärts raus. Sie fliegt jetzt mit uns zu ihrem Großvater, ne? In eine Höhle. Vor allem die Unmengen an Daten, die diese Rendersequenzen mit sich gebracht haben, ja. Das ist hier eine ganze CD-Folge, 400, 500 MB, ist nur allgemein das Spiel. Und für 95 ist das wirklich massig viel. Da stirbt er wirklich gleich. Was ist das hier, ein Messer? Warte, du solltest mit meinem Großvater reden. Okay, machen wir. Ihr seid gekommen. Ja. Und das entgegen eures Vaters Befehl. Ja. Ich respektiere seine Gefühle. Aber da sind Dinge, die ich euch erzählen muss. Wieso hast du ihm was verheimlicht? Solange noch Zeit ist. Na los, erzähl. Wie ihr wisst, wurde die Zitadelle von Mo während der Regierungszeit eures Urgroßvaters, des Architekten, gebaut. Nun, er hatte einen Saurierfreund namens Gra, der das Geheimnis des Zitadellenbaus kannte. Okay. Ja, erzähl weiter. Aber als der Versklaver, euer Großvater, den Thron bestieg, wurde Gra wie die anderen gejagt. Okay, unser Großvater, der Versklaver, okay. Kann ja nicht so friedlich das Zusammenleben gewesen sein. Der Versklaver ließ ihn zum Sterben tief unten in die Zitadelle werfen, in die Krypta der Verlassenen. Mhm. Ihr müsst zu Krypta gehen. Meine Enkelin wird mit euch gehen. Sie kennt den Weg und sie versteht diejenigen, die ihr vielleicht nicht versteht. Weil sie eine andere Sprache sprechen. Das ist wahr. Ich kann diejenigen verstehen, die in einer fremden Sprache sprechen. Okay. Gra ist tot. Aber sein Geheimnis ruht bei seinen sterblichen Überresten. In der Krypta der Verlassenen. Ihr seid volljährig, Adam. Ihr müsst tun, was euer Vater nie tun wollte. Ach so, deswegen. Das macht man, wenn man volljährig ist. Man tut immer die Dinge, die der Vater nie wollte. Bevor ich aus dem Leben scheide, möchte ich euch diese Muschel geben. Sie ist ein Symbol der Macht. Okay. Und man kann das Meer darin rauschen hören. Mit ihr könnt ihr mich im Tal der Nebel rufen. Mhm. Wenn es in meiner Macht liegt, euch zu helfen, werde ich es tun. Es ist Zeit. Die Ahnen rufen mich. Macht es gut, meine Kinder. Ja? Du hast die Augen noch offen? Großvater Tau hat seinen Frieden bei den Ahnen. Er bereute es sehr, dass dein Vater ihm nicht zuhören wollte. Aber durch dein Kommen konnte er in Frieden sterben. Mit Hoffnung für die Zukunft. Ach, der alte Mann. Also, Dinosaurier. So, wir haben hier noch ein Messer. Großvater Tau bedeutete dieses Messer sehr viel. Es gehörte einst Gra selbst. Und es trägt sein Zeichen. So, haben wir hier noch irgendwas? Nun gut, also wir haben ein Geheimnis in einer Krypta, haben wir gerade erfahren, tief unter unserer Zitadelle. Und das klingt ja so fast, als wären da vielleicht parallel so ein paar
Dinosaurier ein Weiterleben gewesen, also eine Parallelgesellschaft, die sich da entwickelt hat. So klingt es jedenfalls, weil wir ja sie mitnehmen, denn sie kann ja die Sprache der Alten sprechen. Das heißt wahrscheinlich hier durch, ne? Ich kann nicht in dieses Zimmer. Warum nicht? Seine Aura ist so böse. Okay. Gefüllt mit Schmerz und Leid. Okay. Ich habe es nie so stark gefühlt. Ich wünschte, ich hätte den Mut, dir zu folgen. Okay. Das heißt, sie wartet jetzt draußen, bis wir wieder hier erscheinen. So, mein Freund, ich gebe dir mal das Messer, oder? Hi. Hey, hey, hier, Pix. Hi. Dann hier. No, I need. No, I haben wir denn hier irgendwas anderes? Können wir hier irgendwie durchlaufen? Nein. Hier ist einfach ein Raum. Huch. Du hast ihn also gesehen? Ja. Schade, dass er nicht sprechen kann. Ja. Er hätte dir so viel zu sagen. Vielleicht muss ich mir was zum Schreiben geben. So, wir könnten jetzt zum Vater, aber ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? Was ist mit dir? Adam, nicht gehen. Nee. König befehlen. Tug gehorchen König. Okay. Machen wir. Gibt's hier noch irgendwas anderes, wo wir hingehen können? Ich glaube nicht. Aber nun gut, es soll ja auch nur ein Einstieg zu der, zu dem Spiel selber sein. Die Art und Weise, wie das Spiel ist, worum es im Kern geht und wie es sich im Kern steuert. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Es wurde in den Medien doch ein bisschen zerrissen, 95, da hatte man andere Erwartungshaltungen und stand leider auch dem einen oder anderen ein bisschen kritischer gegenüber, denn in Deutschland hat es relativ gemäßigte Bewertung bekommen, in dem englischsprachigen Raum natürlich Höchstwertung mitunter. Das Spiel ist optisch wirklich gut, die Story ist recht gut, es gibt ein paar zähe Elemente in dem Spiel, die aber doch sehr schnell zu meistern sind und die Story ist ja gut, hatte ich ja schon erwähnt. Und natürlich die Mucke erst recht. Aber nichtsdestotrotz an der Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Das soll es als kleiner Einstieg gewesen sein. Und wir sehen uns in einem weiteren Let's Play, in einem weiteren Let's Retro, was auch immer. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, euer Firefox.